das Spitzenspiel der zweiten Liga an der Alten Försterei. Der HSV erstmal zu Gast in Köpenick, Vierter gegen Zweiter. Mit einem Sieg würde Union durch die bessere Tordifferenz am HSV vorbeiziehen. Beide Teams vor der Partie mit 5 Spielen ohne Sieg. Urs Fischer sagte, ein Spiel mit vorentscheidendem Charakter. Und Union lief früh an. Gideon Jung, und da ist Abdullahi wachsam für Jul. Und der macht ihn 1:0. 39 Sekunden nach Wiederbeginn. Viertes Saisontor für den Mann aus Österreich. Die Leihgabe von Hoffenheim, und Gideon Jung begünstigt das zumindest. Zunächst macht Prömel Druck, dann Abdullahi wachsam, kein Foul. Und der Abschluss von Jul mit der Seite platziert. Wenig Gewalt, stattdessen überlegt. Ein klasse Schuss von Jul. In der zweiten Halbzeit nur noch Union. Parensen, der in der Mannschaft für den verletzten Hübner. Das wäre natürlich eine Geschichte gewesen im wichtigsten Saisonspiel, der ewige Unioner. Das ist Reichel. Union in der zweiten Hälfte defensiv kompakt und immer wieder mit Chancen umzuschalten, weil der HSV ja auch aufmachen musste, mehr Risiko gehen musste. Und Risiko auch der Schuss von Prömel. Aber das wird belohnt. Was für ein Tor von Grisha Prömel. Der Fehler von Janicic in der Entstehung. Da gibt es viele Optionen, aber er wählt die schwerste und wird belohnt. Nicht zu halten für Pollersbeck. Der dreht sich vom Keeper weg. Perfekt. Dieser Abschluss. Nach 5 sieglosen Spielen schlägt Union zurück. Ist jetzt Dritter. In einer Woche spielt Union in Darmstadt. Wir zeigen heute unsere DNA, große Cojones, und ja, wir gewinnen das Spiel. Das nächste Spiel, wir spielen gegen Darmstadt. Die haben gar nichts mehr zu verlieren im Endeffekt. Die können befreit aufspielen. Wir haben schon einen gewissen Druck. Müssen wir sehen, wie wir damit umgehen. Ich glaube, mir geht es genauso wie den anderen Spielern. Ich bin einfach nur kaputt und überglücklich, dass wir die 3 Punkte hier behalten haben. Riesen Respekt an die Mannschaft, was die heute geleistet haben, und die Fans brauche ich gar nicht erwähnen. Fantastic, fantastic feeling. Great, great atmosphere at the stadium. So it was a joy to play, and yeah, it was a good fight, and I'm extremely satisfied with the win.